Ja, herzlich willkommen auf der Zimmelbauer. Heute machen wir Edge TX selber, gleich nach dem Intro. Ja, was heißt, wir wollen hier Edge TX selber machen? Ich will mir hier heute die Firmware von dem Projekt Edge TX selber kompilieren. Das hat einige Vorteile. Erstmal, ich kann es in Deutsch machen. Ja, die gibt es zwar schon, die Version, aber ich möchte für folgende Projekte auch gerne die Bluetooth-Funktionalität aktivieren. Und wie wir das Ganze machen, das zeige ich euch jetzt. Ja, ich befinde mich hier in der Edge TX Startseite auf dem GitHub. Wir gehen hier in das normale Edge TX rein, hier oben. Da gibt es ja hier jetzt noch die unterschiedlichen Projekte von den Flasher und so weiter, die SD-Karte, die Sounds und so weiter. Wir gehen hier oben in das normale Edge TX Projekt rein und dann schauen wir uns erstmal, welches Release hier aktuell ist. Das ist die V283. Das müssen wir uns jetzt mal eben merken. Das brauchen wir nämlich gleich noch. Natürlich können wir auch jetzt hier quasi ein Nightfly machen, das heißt mit der aktuellen Dev-Version. Würde ich euch aber nicht empfehlen, weil da könnte natürlich irgendwas sein, was nicht funktioniert. Hier die 8.3 oder die 2.8.3, die ist schon released worden. Das heißt, da ist auch entsprechend schon, ich sag mal, ein Software-Test drüber gelaufen. Ja, wie machen wir das Ganze jetzt, dass wir das hier kompilieren können? Das geht ganz einfach. Das geht nur mit Browser-Tools und das gucken wir uns jetzt an. Dazu gehen wir hier in die Wiki rein, da ist es nämlich auch eigentlich schön erklärt. Wir gehen die Schritte da einfach mal durch. Und dann kann man hier an der rechten Seite sehen, wie kann ich mir mein Edge TX selber bauen. Ich will das Ganze hier im Webbrowser mit Gitpod machen. Das ist ganz einfach, drücken wir hier drauf und dann kriegen wir hier auch schon Anleitung. Da gibt es auch schon ein englischsprachiges Video drüber. Aber wir wollen uns das jetzt natürlich mal selber anschauen. Dazu können wir uns hier die Anleitung einmal durchlesen. Ich gehe die einzelnen Punkte einfach mal durch. Hier oben war das, ist der Projektpfad, den wir nehmen müssen, wenn wir das Main hier übersetzen wollen. Was ich ja gerade sagte, das möchte ich nicht machen oder ungern machen, weil es ja nicht getestet ist. Ich will ja hier unten, wie es hier steht, ich will ein Release übersetzen. Das heißt, wir nehmen uns diesen Pfad hier und passen den entsprechend für unsere Firmware an. Wir hatten ja gesagt, wir wollen die 2.8.3 kompilieren. Ich habe mir jetzt einfach hier den Pfad kopiert, mache hier oben einfach ein neues Fenster auf, füge den da ein und jetzt tippe ich hier hinten einfach die 0 weg und tippe dafür eine 3 ein. Jetzt können wir die URL einmal aufrufen. Jetzt kann es sein, dass bei euch erst noch eine Anmeldung beim Gitpod geschieht. Ich habe mich hier mit meinem Account vom GitHub habe ich mich beim Gitpod angemeldet. Und jetzt kann ich hier mir einen Workspace zusammenbauen. Einmal hier oben die URL, die hatten wir hier oben schon eingetippt. Dann übernimmt das nämlich direkt. Ich mache das Ganze mit dem VS. Code Editor, das ist dieser Microsoft Visual Studio Editor, den kann man im Browser benutzen. Man kann aber auch, wenn man will, den auf dem Desktop benutzen, falls man ihn installiert hat. In meinem Fall habe ich das, aber ich möchte es ja hier für alle zeigen, die es nicht installiert haben. Deswegen lassen wir das hier auf Browser stehen. Und hier unten können wir dann noch die Klasse auswählen, je nachdem, wie viel Brechenpower wir wollen. Ich lasse das einfach alles hier auf Standard stehen und drücke jetzt hier auf New Workspace. Das dauert jetzt ein bisschen, bis das Ganze geladen ist. So, jetzt ist der Workspace hier geladen, wie ihr seht. Hier an der linken Seite haben wir hier so ein, ich sag mal, so ein Dateipfad. Das ist im Endeffekt die ganzen Dateien, die wir hier in dem Originalprojekt unter Code finden. Also diesen Projektbaum hier finden wir jetzt hier wieder. Hier seht ihr ja Radio Tools und so weiter. Das gleiche haben wir hier auch. Hier unten haben wir jetzt unser Terminal oder unsere Konsole und da können wir jetzt die weiteren Befehle eingeben. So, wir waren ja hier oben bei dem Tree stehen geblieben. Den hatten wir ja bereits geändert und haben das Ganze hier geöffnet. Jetzt müssen wir hier dem Ganzen ein Make
geben und sagen, welche Pakete wir installieren wollen. Hier ist ein Standard-Make drin. Den kopiere ich mir mal einmal. So, ich habe jetzt mal hier den Editor aufgemacht und die Zeile reinkopiert. Und jetzt gehen wir mal hier unter den Text. Da kriegen wir nämlich da so ein bisschen erklärt, was hier was ist. Das Ganze ist nämlich hier für die Radiomaster TX16S. Das erste hier, dieses X10, ist die Platinenversion. Dann haben wir hier den Namen des Senders, TX16S. Dann haben wir Mode 2, das ist die Stickposition, wo wir Gas und entsprechende anderen Funktionen standardmäßig drauf haben. Dann haben wir Globalvariablen sind aktiviert. Dann haben wir die Servo-Outputs sind in Mikroseconds. Das ist hier so Standard. Das heißt, das haben wir auch im Sender drin. Das haben wir ja schon mal gesehen. Und dann haben wir nochmal hier, dass wir quasi das Release putten wollen. Ja, jetzt hatte ich ja gesagt, ich will hier die deutsche Sprache noch reinbringen und ich will die Funktionalität für die Bluetooth-Module im Sender bzw. extern aktivieren. Dazu müssen wir jetzt noch zwei Sachen hinzufügen. Ich kopiere die mal einmal hier rein, damit ihr das seht. Das ist einmal hier Bluetooth Yes und die Translation auf DE. Die können wir jetzt einfach hier oben in diesen Pfad reinpacken. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. Dann sieht das Ganze nämlich so aus. So, hier seht ihr jetzt, dass einmal Bluetooth und die Translation einfach mit dabei sind. Und den ganzen Pfad können wir uns jetzt kopieren. Und jetzt gehen wir wieder zurück in unseren Gitpod. Und hier können wir den jetzt einfach hier unten in die Kommandozeile oder in das Terminal einfügen. Einfach reinklicken, dann mit STRG-V einfach einfügen. Natürlich kann man es auch abtippen, aber so geht es natürlich einfacher. Und die Zeile einfach mal abschießen mit Enter. So, jetzt wird der Compiler quasi eingestellt mit unseren vorgegebenen Firmware-Funktionen. Und schon ist er hier unten fertig. Und dann können wir schon wieder zurückgehen und uns die nächsten Sachen anschauen. Jetzt müssen wir hier mal einmal die Make konfigurieren. Das machen wir hier mit Make Configure. Können wir einfach hier über den Kopier-Button kopieren. Jetzt haben wir das hier in unserer Zwischenablage und jetzt können wir auch wieder hier mit STRG-V das entsprechend einfügen und wieder bestätigen. Jetzt führt er einige Befehle aus und macht die Make-Datei fertig. Und wenn wir jetzt die Make-Datei fertig haben, können wir hier weitermachen. Jetzt müssen wir nur beachten, dass das hier, dieser Befehl hier ist für eine vor 2.8er Version und wir haben ja für die aktuelle Version, müssen wir jetzt hier unten den Befehl eingeben, damit unsere Firmware erstellt wird. Dazu kopieren wir wieder die Zeile hier und gehen wieder zurück ins Gitpod und kopieren diese hier wieder entsprechend mit STRG-V ein. Und jetzt seht ihr schon hier die prozentuale Anzahl. Das dauert natürlich jetzt ein paar Minuten. Ich glaube 2 oder 2,5, 3 Minuten dauert das. Und dann ist das Ganze hier kompiliert. Die Firmware ist jetzt hier fertig. Die ist jetzt abgelegt worden in diesem ARM, Non und so weiter Pfad. Wir können den mal hier oben aufrufen, weil ich hatte ja gesagt, hier drunter ist der gleiche Pfad wie im Projekt. Wir gehen mal hier auf Bild. Dann haben wir hier unseren Ordner und hier ist jetzt die Firmware-Bin drin. Jetzt wird natürlich empfohlen, die umzubenennen. Das können wir auch eben machen. Dazu gibt es wieder hier in dem Bild gibt es hier zwei Angaben. Wir müssen einmal hier den Ordner wechseln. Ich habe es wieder kopiert, füge es hier wieder ein. Jetzt seht ihr, sind wir hier einen Ordner hochgesprungen. Und jetzt können wir hier unsere Firmware entsprechend umbenennen. Wir nennen jetzt die Firmware Bin in HDX Main 16 blablabla um. Den Pfad habe ich mir für meine Firmware hier angepasst. Da habe ich noch Deutsch und Bluetooth reingeschrieben. Fügen wir jetzt entsprechend hier auch ein. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier Bluetooth und DE noch reingebracht und die Version von der HDX Version. Drücken wir einmal auf Enter und dann habt ihr auch hier direkt gesehen, jetzt hat er hier den Pfad oder den Dateinamen entsprechend geändert. Jetzt sind wir schon fertig mit dem Kompilieren. Jetzt können wir einfach hier die Bin-Datei uns runterladen. Dazu gehen wir einfach auf die Datei drauf und sagen Rechtsklick
und sagen Download. Dann öffnet sich hier unser Download-Fenster und dann können wir die in unseren Ordner unserer Wahl speichern. Ich habe jetzt hier ein EdgeDX 2.8.3 angelegt, da speichere ich die jetzt rein. Zack. Und jetzt können wir hier unseren Gitpod auch schon zumachen. Den können wir jetzt, brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir können das Ganze aber auch speichern. Das heißt, dass wir das beim nächsten Mal wieder aufrufen können. Andersrum könnten wir auch jetzt hier Dateien entsprechend editieren und selber Funktionen hinzufügen, wenn wir möchten. So, ich habe euch hier jetzt mal eben die aktuelle Version auf meinem Sender geöffnet. Ist 2.8 Self-Build, weil ich sie selber kompiliert habe schon. Hier unten seht ihr die Optionen, die ich aktiviert habe, beziehungsweise die in der Firmware drin sind. Da ist auch Bluetooth schon drin. Und jetzt wollen wir mal die neue da drauf spielen. Dazu schließen wir hier unseren USB-Stecker oben am Sender an. Jetzt sind wir im USB-Modus und jetzt können wir auch schon an den PC wechseln. Da öffnen sich jetzt die beiden Pfade. Ich brauche ja hier den SD-Kartenpfad und da gehe ich dann auf Firmware und hier sind jetzt entsprechend die Firmwaren drin. Und ich gehe jetzt und hole mir aus dem Download-Ordner meine Version und kopiere die einfach da rein. Firmware und dann geht sie da rein. So, hier habe ich jetzt noch andere Firmware drin, ist aber kein Problem. Wir haben sie ja hier entsprechend benannt, dass das Ganze eindeutig ist. Die ist auch ungefähr genauso groß wie die anderen, also haben wir da auch keine Probleme zu erwarten. Ja, jetzt können wir am Rechner wieder alles zumachen und können wieder an den Sender wechseln. USB-Stecker raus. Jetzt den Sender einmal ausschalten. Dann machen wir hier den Klammergriff T1, T4 nach innen und schalten entsprechend ein. Jetzt kommen wir hier auf die Firmware, auf den Bootloader und können die Firmware entsprechend hier schreiben. Wir gehen hier auf Write Firmware. Jetzt können wir hier unsere Firmware aussuchen. Das war ja hier unten HDX V8.3. Blablabla mit Bluetooth-Option. Die wählen wir aus. Dann fragt er hier nochmal, schaut er nochmal nach, ob das auch die richtige ist. Ja, für die Radio TX16S können wir also flashen. Enter, lang halten. Und dann flasht er uns die Firmware entsprechend. Gehen wir hier einmal auf Exit. Dann startet der Radio Master neu. Jetzt befinden wir uns wieder im Menü. Jetzt gucken wir mal, ob wir auch die neue Version installiert haben. Ja, wir haben Version 2.8.3 installiert. Ein selbstgebautes Teil. Bluetooth haben wir aktiviert. Und deutsche Sprache hatten wir ja auch, habt ihr gesehen. Jetzt können wir noch hier unter Hardware. Und da müssten wir jetzt entsprechend die Bluetooth-Funktion drin haben. Genau, da können wir nämlich den Namen nehmen. Und wir können hier entsprechend Sachen einstellen. Adresse und so weiter. Dazu aber mehr in einem der folgenden Videos. Ja, EdgeDX hier kompiliert, selber und installiert. Erfolgreich auf den Sender geflasht. Ich packe euch alle Dateien unten in die Videobeschreibung, Links etc. und welche Befehle ich eingegeben habe anstelle der Originalbefehle. Und wenn ihr da selber was ausprobieren wollt, kein Problem, habt ihr eine Frage, könnt ihr die unten in den Kommentaren stellen. Könnt ihr auch mal reinschreiben, ob ihr sowas schon mal selber gemacht habt oder wo ihr da irgendwelche Probleme hattet und so weiter. Für alle, die solche Videos hier interessieren und meinen Kanal noch nicht abonniert haben, können das gerne machen. Dann unterstützt ihr mich hier ein wenig und alle anderen können gerne einen Daumen da lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Ziegebrand, der RC-Modellbauer. Ciao.